Wunderbar, guten Tag und herzlich willkommen beim Digitaltag 2020. Wie Sie vermutlich alle wissen, ist dieser Digitaltag eine jährliche Einrichtung, soll es sein, ein Aktionstag. Und es sind heute über 1300 Veranstaltungen zusammengekommen, die das Thema Digitalisierung von den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten. Und eine davon sind wir, der digitale Dialog, plötzlich virtuell. Nachhaltiger Kurswechsel durch Corona. Es gibt jetzt gerade, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, ganz kurz, über 100 Veranstaltungen. Ich glaube, es sind 110, 115 Veranstaltungen. Und daher freuen wir uns ganz besonders, dass Sie sich heute für uns entschieden haben. Mein Name ist Karl-Heinz Müller. Ich arbeite beim BAUM, dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management in Hamburg und in meiner Koordinationsfunktion. Der Kompetenzplattform Nachhaltig Digital, die Sie links unten als Logo auch sehen, darf ich heute Ihr Host sein. Jetzt bräuchte ich die nächste Folie, bitte. Genau. Dankeschön. Wir haben eine Plattform Nachhaltig Digital Anfang 2018 gegründet und wir möchten die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit für den deutschen Mittelstand so zusammenbringen, dass man eben eine Zukunft Vision entwickelt und technisch auch herleitet aus der Digitalisierung, also aus der Digitalisierung das beste, vielleicht beste Instrument für eine nachhaltige Zukunft machen. Und da hatte sich der BAUM und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt konzeptionell 2017 zusammengetan und führen jetzt diese Plattform in gemeinsamer Trägerschaft. Die Sponsoren von BAUM, dem Unternehmensverband, sind in diesem Falle Porsche, die Telekom, die Deutsche Telekom AG und als strategische Partner haben wir die Charta Digitale Vernetzung. Und Sie sehen heute von 13 bis 14 Uhr haben wir ein Programm für Sie zusammengestellt. Sie können natürlich bei Nachhaltig Digital auf der Internetseite auch noch viel mehr erleben und sehen. Und wenn Sie möchten, können Sie uns auf Twitter folgen und eben auch heute dazu ja, twittern sozusagen. Und bevor wir gleich durchstarten und uns den Referenten widmen, würde ich gerne noch ein paar technische Dinge mitteilen. Also wir sind jetzt knapp 200 Personen. Aber alle Zuhörer und Zuschauer sind stumm geschaltet und sind nicht zu sehen. Das ist ja bei der Anzahl auch logisch. Aber Sie können uns rechts in einer Chatfunktion auch Fragen stellen, falls es etwas gibt, was Sie brauchen. Da haben Sie so ein Dashboard. Das müsste eigentlich bei allen zu sehen sein. Zur Not ist es über so einen orangen Pfeil auch einblendbar, falls es im Moment nicht so ist. Und da finden Sie in dem Bereich Unterlagen auch die heutige Agenda, falls Sie parallel nochmal nachschauen wollen. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, unsere Referenten wissen das und wir werden dann bei Gelegenheit das auch online stellen, sodass man das nochmal nachschauen kann. Und eine weitere Möglichkeit der Interaktion ist eine Umfrage. Und damit man das technisch schon mal testen kann, alle Teilnehmer werden gebeten, da auch sozusagen ihr Kreuzchen zu setzen, würde ich das jetzt gern einmal eingeblendet bekommen. Jetzt können Sie da abstimmen. Das wird dementsprechend eingeblendet. Es gibt in dieser Zeit dann keine Folien und wir machen das nachher im Laufe der Veranstaltung noch einmal. Insofern ist das jetzt sozusagen eine Lockerungsübung, die uns aber auch schon mal zeigt, wer eigentlich hier heute teilnimmt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das offen lassen. Ich glaube, wir haben mal 30 Sekunden gesagt. Wenn das noch so ist, müsste das eigentlich gleich die Antworten geben. Aha. Ungefähr ein Drittel Wirtschaft und Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik mit 2% und 10%, also 10 und 2% etwas weniger und sonstige 20%. Gut, dann wissen wir das alles. Und vielen Dank dafür. Wir haben das mal geübt. Und dann würde ich jetzt gerne zur Vorstellung der Referenten kommen. Da wird gleich eine Folie eingeblendet. Und als erstes auf der linken Seite sehen Sie Herrn Alexander Bonde.
der als ehemaliger Landesminister für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz aus Baden-Württemberg im Jahre 2018 an die Spitze der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gewechselt ist und als Generalsekretär eben auch nachhaltig digital begleitet. Eines der vielen Projekte, ich glaube, wir sind nicht das Zehntausendste, aber eines von 10.000 Projekten, die da gefördert wurden. Er wird uns was von dem DWU-Umweltmonitor berichten. Dann haben wir, ich gehe jetzt der Reihe nach auf der Folie, Frau Schwarzelür-Sutter. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestags und als parlamentarische Staatssekretärin ist sie bei unserer Bundesumweltministerin Svenja Schulze und vertritt in verschiedenen Leitungsgremien und eben auch bei der KfW und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt die Bundesrepublik, wenn man das so kurz zusammenfassen darf. Und sie gibt heute Einblicke in ja, ihre veränderte Arbeit durch Corona und die Digitalisierung. Und dann haben wir als drittes Frau Anna Jona. Sie ist Social Entrepreneur, würde ich sagen, und hat mit ihrem Mann einen ja, Schuhhersteller, Minimalschuhhersteller gegründet und aufgebaut, Whiteling Shoes. Und hat dort inzwischen digital und dezentral über 100 Mitarbeiter. Wobei man natürlich sagen kann, gibt es überhaupt ein dort oder gibt es das gar nicht mehr so richtig? Davon wird sie uns berichten. Das finde ich sehr faszinierend von ihren Key Learnings aus dieser Führungserfahrung über Distanz. Ja, und wenn ich sonst moderiere, wird jetzt normalerweise ein tosender Applaus aus dem Publikum kommen. Ich habe die Möglichkeit hier natürlich leider nicht, das zu hören, aber ich hoffe, Sie freuen sich alle auf die Veranstaltung und würde dann jetzt weitermachen. Ja, genau. Ja, wir sind digital, weil natürlich das ein Digitaltag ist, aber auch weil das Virus, ich sage immer der Virus, aber es ist das Virus, natürlich viel an Veränderungen von uns allen abgefordert hat, global sogar. Und wenn ich richtig informiert bin, sind über 6,5 Millionen Downloads schon von der Corona-Warn-App passiert in den ersten 24 Stunden. Und wer hätte vor 3 Monaten gedacht, dass so eine App so schnell, so extrem angenommen wird? Das hätte wohl keiner vorhergesehen. Und deshalb würde ich sagen, dass sich da tatsächlich sehr, sehr viel ändert. Wenn ich mit dieser Frage Frau Schwarzelür-Sutter auch gleich behelligen darf, sozusagen. Was hat sich denn bei Ihnen in Ihrer Arbeit, in Ihrer Bundespolitik im BMU, was hat sich da alles geändert in den letzten 2, 3 Monaten, also inhaltlich und technisch? Oh, ist Ihr Mikrofon leise? Ich habe es jetzt. Jetzt, Jetzt wunderbar. müssten Sie mich hören. Ja. Hören Sie mich? Ja. Ja, gut. Das hat sich natürlich tatsächlich schlagartig verändert, vor allem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BMU. Mit dem Lockdown war das eine große Herausforderung, nicht nur technischer, sondern vor allem auch, wie sieht die Betreuung für Kinder aus? Wie führen wir auch unsere Meetings weiter? Wie geht es mit geplanten Konferenzen weiter? Wir waren ja auch mittendrin in der Vorbereitung für die EU-Ratspräsidentschaft. Das war doch erstmal so, waren die Hauptfragen. Und technisch war das auch eine Herausforderung, aber man muss natürlich sagen, wir haben uns schon auf den Weg gemacht gehabt und im BMU durch das Angebot auch von Homeoffice war das für viele schon gängige Praxis und haben sehr schnell reagiert. Ich muss da ein großes Lob und einen Dank aussprechen an unser Haus, an die Verwaltung, wie sie das gemanagt haben. Also wir hatten eigentlich kontinuierlich dann auch weiterarbeiten können. Wir haben gemerkt, je nachdem, wo die Verbindung schlecht ist und wo es ganz gut läuft. Und insofern hat sich das natürlich verändert. Reisezeiten, Dienstzeiten sind weggefallen. Das heißt nicht, dass freie Zeit so gewonnen wurde, sondern man kann natürlich auch viel mehr tatsächlich dann in einem Tag abarbeiten, wenn mehrere Videokonferenzen sind. Man muss allerdings auch aufpassen,
dass es zwischendrin durchaus mal eine Phase gibt, bei der man keine viereckigen Augen kriegt und der Hals steif wird. Also auch das gehört mit dazu. Wir haben eigentlich mit dem Ganzen jetzt Homeoffice sehr gute Erfahrungen gemacht und auch gute Rückmeldungen bekommen. Dankeschön. Herr Bonde, wie hat sich das bei Ihnen in der DBU entwickelt? Also natürlich eine Förderstiftung wie wir ist auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit völlig neuen Situationen konfrontiert. Ich meine, wir sehen es heute, als wir vor ein paar Monaten darüber gesprochen haben, wie sieht so ein Digitaltag in Deutschland aus. Da sind wir alle von ausgegangen, wir machen bundesweit vor Ort Präsenzveranstaltungen. Da sieht man, wie sich die Welt verändert hat. Vor wenigen Monaten war ein Digitaltag eigentlich als Präsenzformat geplant und es war unvorstellbar, dass wir auf einmal heute alle in 1000 und mehr Veranstaltungen es alle digital machen. Heute würden wir uns wundern, wenn wir heute alle in Präsenzveranstaltungen säßen. Da sieht man, wie hier wirklich innerhalb von Wochen sich Teile der Welt verändert haben. Das trifft natürlich auch uns, sagen wir, in unserer Arbeit. Auch wir sind in der Rekordgeschwindigkeit in den Reallabor Homeoffice gegangen als Belegschaft. Aber wir sehen es natürlich auch bei vielen unserer Projektpartnern. Wir machen ja hauptsächlich Innovationsförderung sehr oft mit mittelständischen Akteuren. Und da sehen wir schon, was im Moment alles los ist. Eine Reihe von Projekten, die sich dadurch verändern, dass Lieferketten sich verändern, dass Projekte neu geplant werden, anders geplant werden, weil Veranstaltungen, Meetings, Konferenzen nicht mehr stattfinden können. Also da ist viel Bewegung drin. Und natürlich sind wir als Stiftung, die aus dem Bewirtschaften unseres Kapitalstocks lebt, natürlich auch von wirtschaftlichen Auswirkungen mit betroffen. An der Stelle will ich aber das Entwarnungssignal geben. Also es geht uns trotz der Turbulenzen am Finanzmarkt gut und unsere Förderfähigkeit ist voll da, sodass wir da auch weiter für innovative Projekte für alle zur Verfügung stehen. Und natürlich wollten wir auch die Chance nutzen, die so viel gesellschaftliche Veränderung auf einen Schlag mit sich bringt, sodass wir eine Reihe von Projekten aufgelegt haben, um zu untersuchen, wo verändern sich eigentlich im Moment gerade Dinge in der Corona-Krise, was hat da einen Einfluss auf Nachhaltigkeit, auf Klimaschutz und wo können wir auch Lehren aus der Krise ziehen, um andere Krisen, die ja mindestens genauso große Dimensionen haben, wie zum Beispiel die Klimakrise, dann auch aus der Erfahrung jetzt der Corona-Krise weiter voranbringen zu können. Aber da haben wir ja im Weiteren auch noch die Gelegenheit, darauf einzugehen. Insofern, es sind spannende Zeiten. Wir alle hatten sie uns so nicht gewünscht, aber jetzt müssen wir das Beste draus machen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also diese Veränderungen, die Sie angesprochen haben, die sind ja schon sehr viel Forschungsgegenstand. Und ich glaube, es hat auch vom Wuppertal-Institut und von Ernst & Young schon Untersuchungen zu diesem harten Break, dieses Reallabor Homeoffice, wie Sie es nannten, gegeben. Und ich glaube, knapp die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung ist sozusagen zu Hause geblieben. Sicherlich sind einige auch in Kurzarbeit gegangen und einige sind auch weiter zur Arbeit gegangen, weil es natürlich systemrelevant so sein musste. Aber die Plattform Nachhaltig Digital hatte das Thema New Work sich eigentlich auch vorgenommen, viel, viel später im Jahr eigentlich. Und wir haben da jetzt was vorgezogen, was wir so eine Sonderreihe genannt haben. Die würde ich einmal ganz kurz vorstellen gerne, mit einem einfachen Überblick. Natürlich finden Sie diese ganzen Dinge bei uns auf der Internetseite, aber wir hatten so eine Lernkurve da antizipiert und haben erstmal dieses plötzlich im Homeoffice eher pragmatisch angegangen mit Tipps und Tricks, Lernen von Pionieren. Eine Frau Jona haben wir davon heute hier, sie ist auch Teil dieser Sonderreihe und wird da gleich zu Wort kommen und haben einzelne Themen adressiert. Wir haben dann gemerkt, das hat auch was Kulturelles zur Folge. Also es ist nicht nur so, dass die Kultur sich plötzlich wandeln musste, sondern teilweise auch eine vielleicht etwas verborgene Kultur stärker zum Vorschein kam. Also Vertrauen ist da eine wichtige Währung gewesen. Dann war vieles leichter, technologisch einfach umzusetzen. Und dann sind wir nochmal in die Software gegangen, nachhaltige Software, Tools, Datensicherheit, all diese Fragen, die dann bis hin zu den Umweltfragen auch
Green IT umfasst hat, was natürlich noch nicht ausdiskutiert ist, aber das ist ja einer der tollen Vorteile bei der Digitalisierung, dass man es nicht mit Diesel betreiben muss, sondern eben auch mit Regenerativen zum Beispiel machen könnte. Und zum Thema Wirtschaft neu denken insgesamt werden wir heute auch noch viele Aspekte beleuchten nachher. Und ich würde jetzt gern einmal zu Frau Jona kommen. Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Das freut mich. Das hatte ich ja schon erwähnt, dass viele Unternehmen auch sich nicht so leicht taten mit vielen Veränderungen, die jetzt auf sie zukommen. Ihnen ist es ja andersrum. Sie haben sie genutzt von vornherein. Können Sie uns da berichten und teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen? Ja, sehr gerne. Also wir sind mittlerweile ein Team von 140 Mitarbeitenden. Davon arbeiten über 100 eigentlich immer aus dem Homeoffice, über Deutschland verteilt, ein paar auch außerhalb von Deutschland. Insofern war jetzt unsere Zusammenarbeit erstmal nicht betroffen von den Maßnahmen. Also unsere Zusammenarbeit, die Logistik war natürlich vor Ort, nach wie vor auch mit entsprechenden Maßnahmen, aber der Rest konnte eben erstmal prinzipiell so weiterarbeiten, wie wir das gewohnt waren. Wir mussten keine neuen Prozesse aufziehen, wir mussten keine neuen Tools einführen, wir konnten quasi so weiterarbeiten wie vorher. Natürlich mit der Einschränkung, ne, dass jetzt eben unsere Mitarbeitenden auch ihre Kinder zu Hause hatten, was eben sonst ja auch nicht täglich passiert. Und dass auch so eine Krise natürlich auch Leute beeinflusst. Also ich glaube, da mussten wir natürlich als Unternehmen auch drauf eingehen und Rücksicht drauf nehmen. Aber so ganz generell konnten wir im Prinzip so weiterarbeiten wie vorher auch. Sie hatten die Lieferketten da auch schon immer eingebunden, ne? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Unsere Lieferketten, also wir haben ja ein physisches Produkt, das heißt auch dort ist natürlich vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt finden die Dinge physisch statt und müssen auch transportiert werden. Wir sind da auch mit der Lieferkette, jetzt, also wir haben eine Lieferkette, die fast ausschließlich in Europa stattfindet, aber auch da war natürlich jetzt, wir haben Lieferanten in Italien, wir haben Produzenten in Portugal, da waren wir jetzt auch nicht unbetroffen. Das war jetzt nicht so, dass irgendwie nur Lieferketten, die außerhalb von Europa sind, in irgendeiner Form betroffen waren. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir quasi unsere komplett in die neue Saison reingestartet sind, deswegen das Warenlager im Prinzip auch voll hatten für die Saison. Das heißt, erstmal hatten wir da ein bisschen Luft zu agieren und uns mit unseren Partnern abzustimmen. Was ein Vorteil für uns ist, ist eben durch diese europäische Lieferkette, dass wir eine ganz andere Flexibilität haben als andere. Ne? Also wir haben eben keine großen Containerladungen, die bei uns im Warenlager normalerweise ankommen, sondern im Prinzip eine sehr flexible, anpassbare Lieferkette, die wir auch an die Nachfrage eben anpassen können, wo wir hoch und runter fahren können, in Abstimmung mit unseren Lieferanten. Das heißt, auch da hatten wir, glaube ich, eine andere Flexibilität als jetzt andere Produzenten, andere Hersteller. Aber natürlich ist davon auch vieles noch nicht digitalisiert. Also das ist ein sehr traditioneller, konventioneller Prozess und unsere sonstige Arbeitsweise ist eben das, also all das, was im Büro eben stattfinden kann, IT, Marketing, Kundenservice, Supply Chain, eben Management, so das sind die Dinge, die weiter nach wie vor dann eben digital stattgefunden haben. Mhm. Super, danke. Sie haben jetzt sehr viel von den Key Learnings gesprochen, logischerweise, das ist ja auch das sehr Spannende, aber haben Sie auch selbst direkt noch Herausforderungen aus der Corona-Krise? Außer jetzt irgendwelche Absatzfragen oder so. Aber haben Sie da auch noch was direkt, wo Sie sagen, ja, das war aber auch für uns doch nochmal ein Katalysator? Was wir festgestellt haben, ist eher andersherum. Also wir treffen uns als Team alle 8 Wochen normalerweise eben persönlich. Also wir kommen dann wirklich zusammen an einem Ort, um diese persönliche Ebene nicht zu verlieren. Diese Treffen haben jetzt zweimal nicht stattfinden können. Und da muss ich tatsächlich sagen, merken wir, dass da etwas fehlt. Also das ist etwas, was schon auch ein großer Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist, sich hin und wieder auch in Person zu treffen und in Person sozusagen miteinander arbeiten zu können. Aber was wir gemacht haben, ist eben, dass wir angefangen haben zu überlegen, welche Formate können wir jetzt trotzdem eben auch digital übertragen, die vielleicht noch offline stattfinden. Also wir haben angefangen zum Beispiel, wir hatten Showrooms in Köln und in Berlin, die wir schließen mussten.
vorübergehend eben da keine Kundschaft mehr erfangen konnten. Und dann haben wir eben angefangen zu sagen, okay, diese Beratung kann gerade so nicht stattfinden. Wie können wir die jetzt in ein digitales Format überführen zum Beispiel? Also das waren so Dinge, die jetzt auch für uns dann neu waren und wo wir gesagt haben, funktioniert viel besser, als wir gedacht haben. Auch unsere Teamtreffen haben dann zum Teil auch mit sehr, sehr großen Gruppen online stattgefunden. Auch das machen wir normalerweise nicht. Und da mussten wir auch sagen, das funktioniert besser, als wir gedacht haben. Wir haben Workshops digitalisiert, von denen wir vorher ausgegangen sind, dass die eigentlich nur in der Präsenz sozusagen richtig funktionieren. Also auch das haben wir neue Methoden gefunden. Und natürlich sind auch, also ich bin relativ viel sonst unterwegs auf Veranstaltungen, um da eben zu sprechen und auszutauschen, unser Netzwerk zu pflegen. Und auch das funktioniert halt hervorragend auch offline. Also auch da muss ich sagen, ich bin sehr froh darüber, ne, dass das irgendwie, dass es jetzt eben viele digitale Angebote gibt, die natürlich wiederum den Vorteil haben, dass man sie an viel mehr Menschen öffnen kann. Also dass eben ne, virtuell sich Leute von überall zuschalten können. Und auch, dass man viel weniger unterwegs sein muss, um da eben dran statt dann teilnehmen zu können. So, das sind die neuen Dinge bei uns. Genau. Ja, danke. Frau Schwarze-Sutter, Sie haben schon genickt hin und wieder. Ist das bei Ihnen auch so, dass man jetzt sagt, können, ja gut, ich meine, mehr Leute dran teilnehmen, ist vielleicht nicht die Frage, aber so Abstimmungsprozesse verschlanken, gibt es das auch bei Ihnen, Beratungen? Ja, es ist teilweise effektiv. Man kann es wirklich von jedem Ort natürlich schnell durchführen und es läuft von der Rücksprache bis hin zur DBU-Kuratoriumssitzung, die wir zum ersten Mal virtuell abgehalten haben, bis wir haben eine Tour de Capital in Europa mit unseren Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten. Also auch das funktioniert gut und ich glaube, dass für viele, also wir müssen es genau analysieren, was läuft gut, was kann man beibehalten, auch für die Zukunft, das ist für Mensch und Umwelt gut. Und gerade dieses Homeoffice oder von überall, von unterwegs, sich auch zuschalten zu können oder auch hybride Formen, das bietet doch eine Riesenchance für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist familienfreundlich, es passt einfach. Man muss vielleicht manchmal gucken, jetzt komme ich eher aus einer ländlichen Region, wenn ich zu Hause bin, dann muss ich eher gucken, passt die Infrastruktur? Es gibt irgendwo, wie sieht es aus mit der Netzfähigkeit oder mit dem WLAN? Das muss uns einfach auch nochmal klar sein, welche Infrastruktur wir brauchen und wie nachhaltig sie ist. Aber grundsätzlich, ja, es sind ganz viele Formen möglich, sehr schnell. Ich empfinde das als sehr unkompliziert. Macht keinen Abstrich. Natürlich trifft man mal seine Kolleginnen und Kollegen gerne, aber es hatte doch den Effekt, dass wir trotz Corona-Krise eigentlich kontinuierlich weiterarbeiten konnten. Mhm. Ja, vielen Dank. Also was die Infrastruktur angeht, da habe ich auch schon gedacht, alles zigfach getestet. Hoffentlich benutzen von den 1300 Veranstaltern nicht alle GoToWebinar heute. Dann hätte es vielleicht haken können. Das wäre natürlich schlecht. Aber vielen Dank auch für ein Stichwort. Wir haben da eine Umfrage und zwar zu dem Thema Chancen und Risiken. Das, was man eben auch nach der Corona-Krise weiter nutzen würde. Und ich würde mich freuen, wenn wir die Umfrage jetzt einmal einblenden und danach, während die läuft, dass Herr Bonde vielleicht auch nochmal aus seiner Sicht schildert, was man mitnehmen kann. Vielleicht immer diese Frage nach Corona. Und die Frage müsste jetzt eingeblendet sein bei unseren ungefähr 215 Teilnehmern, die jetzt noch hier online sind. Da bin ich mal gespannt. Herr Bonde, wenn Sie noch mal Stellung dazu nehmen könnten. Also ich glaube, wir sind ja noch mittendrin, auch im Erleben der Auswirkungen. Wir haben einerseits die Positivpotenziale, wie jetzt beschrieben, dass wir gerade im Bereich Mobilität auch qualitativ hochwertig arbeiten und leben können mit Videokonferenzen, mit Homeoffice und anderen Dingen und gleichzeitig positive Umwelteffekte generieren. Wir erleben im anderen Bereich im Verkehr, aber zum Beispiel auch, dass öffentlicher Nahverkehr durch die Pandemie unter Druck gerät, dass viele nicht mehr auf die Bahn gehen oder mit einem mulmigen Gefühl. Also insofern, ich glaube, die tatsächlichen Auswirkungen der Situation auf ökologische Fragen, da stehen wir eher noch am Anfang. Aber
Ich glaube, insgesamt ist zu erkennen, dass die Digitalisierung einen Schub gekriegt hat und sich da auch eine ganze Reihe von neuen oder schon bekannten Möglichkeiten, aber in einer ganz anderen Umfeld, in einer ganz anderen Menge auch nutzen lassen. Und ich glaube, wichtige Punkt ist jetzt, sagen wir, da auch zu definieren, wie wollen wir da weitermachen, was wollen wir uns da auch an Nutzen bewahren und wie gehen wir aber auch mit den kritischen Punkten um und wie schaffen wir es, dass das Raus aus der Krise im Blick behält, dass wir aus der Klimakrise noch lange nicht raus sind. Einwurf, wenn ich darf. Ich glaube, gerade das Thema Mobilität. Wir haben natürlich das auch analysiert und unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte vergangene Woche auch das vorgestellt, die Studie von Ernst & Young und dem Wuppertal-Institut, dass mit quasi diesem Homeoffice, mit den virtuellen Meetings der Verkehr sich um 8% reduzieren lässt. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das ist die Gesamtheit. Leider hat es auch beim ÖPNV richtig durchgeschlagen. Insofern, der ÖPNV gilt es nach wie vor weiterhin zu stärken, aber bestimmte Verkehre wie auch Flugreisen kann man durchaus durch virtuelle Meetings gut auch ersetzen. Und da greift ja unser Konjunkturpaket an, dass wir auch da nochmal sagen, welche Infrastruktur brauchen wir, also in so eine Art Virtualisierungsbonus. Ich glaube, wichtig ist auch nochmal drauf zu gucken, dass bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ankommt, also gerade auch bei der Kundschaft bei Ihnen, Frau Jona, dass wir die wirklich mitnehmen bei der Digitalisierung und sie da unterstützen. Und was das Gute ist, vielleicht auch positiv, dass diese Schwelle oder diese Hemmschwelle, dieses Hindernis digital konnte doch in dieser Zeit jetzt abgebaut werden. Sie hat gerade diese Studie schon angesprochen und diese Mobilitätsfragen, diese kulturellen Fragen, die wir schon angesprochen hatten, wenn wir nach Corona, wir sind erst mittendrin, nochmal auf ein zweites Projekt, das hatte Herr Bonde mit dem Umweltmonitor angestoßen, eine neue Analyse kommen, dann würden wir danach die Umfrageergebnisse nochmal einblenden. Und wenn Sie dazu ein bisschen was sagen könnten, Herr Bonde, das würde, glaube ich, genau jetzt dazu sehr gut passen. Gerne. Ich glaube, wir haben auch ein paar Folien für den Umweltmonitor dabei. Ja. Wenn wir die mal aufstellen. Also, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, uns ging es zu Beginn der Krise darum, mal zu schauen, was hat das eigentlich jetzt für Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, aber auch was können wir an Positivlehren eigentlich mitnehmen aus so einer Krisensituation. Und um einfach auch nochmal ein Gespür dafür zu kriegen, wie sehen und erleben das die Leute, haben wir unser Instrumentarium, was wir gemeinsam mit Forsa haben, den DPU-Umweltmonitor genutzt, um da einfach mal gezielt Corona-Folgen abzufragen. Und wir haben eine Besonderheit, wir hatten kurz vor dem, also wir hatten im März zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, mit welcher Dimension die Pandemie Auswirkungen hat, die zweite Auflage unseres Umweltmonitors zur Digitalisierung gemacht. Das heißt, wir haben 2 Wochen, bevor halt Deutschland ins Homeoffice gegangen ist, die Leute befragt, was sie so von Digitalisierung und Nachhaltigkeit halten. Und dann kam, sagen wir, der Shutdown oder sagen wir, die gemäßigte Form eines Shutdowns in Deutschland. Und auf einmal waren die Leute alle im Homeoffice und haben gesagt, wir können jetzt nicht mit Zahlen auf dem Markt, die aus einer anderen Welt kommen. Und deshalb haben wir die Befragung nochmal gemacht und haben jetzt die spannende Situation, dass wir, sagen wir, die Konstellation haben, dass wir Zahlen haben direkt vor dem Shutdown und dann, sagen wir, Mitte bis Ende April, also zu einem Höhepunkt eigentlich von der Auswirkungen, was Homeoffice Werksschließungen und Ähnliches angeht. Wenn Sie mal die nächste Folie bitte einblenden. Für uns natürlich eine ganz wichtige Frage war, wie wird eigentlich von den Menschen die Auswirkungen der Krise gesehen und im Vergleich zur ja auch laufenden Klimakrise. Und da haben wir ein ganz eindeutiges Ergebnis. 59%
sehen, dass die Klimakrise langfristig noch größere Auswirkungen haben wird, als die Pandemie sie hat. Sie sehen, 23% gehen von etwa gleich großer Auswirkung aus und nur 17% halten die Corona-Krise für wirkungsstärker als die Klimakrise. Ich glaube, das gibt uns auch nochmal eine sehr klare Einschätzung, dass die Leute hier ein gutes Gespür für die Dimension haben, die Nachhaltigkeitsfragen aktuell haben. Die nächste Folie bitte. Da sehen Sie jetzt die Frage, wie schätzen die Leute eigentlich das ein, was sie jetzt zum Teil neu erlebt haben. Also für viele war oder für einige war Homeoffice schon lange Realität, aber für viele ist es eine völlig neue Erfahrung. Wir sehen hier das interessante Ergebnis, dass 73% nach den Erfahrungen jetzt in der Krise der Auffassung sind, dass die neuen Möglichkeiten von zu Hause zu arbeiten auch künftig verstärkt in der normalen Arbeitswelt genutzt werden. Ich glaube, ein sehr interessantes Ergebnis für unsere Diskussion. Gleichzeitig sehen wir, 19% sagen lieber nicht. Und auch das schließt jetzt ja gerade an das gerade Besprochene sehr gut an, gefragt, ob die Leute sehen, dass mit den neuen Möglichkeiten, die die Krise ihnen offenbart hat, nicht auch Besprechungen, Konferenzen sehr viel stärker genutzt werden können, um Reisetätigkeiten auch zu vermindern. Da ein ganz klares Ergebnis von 86%, die hier Potenziale sehen. Die nächste Folie bitte. Wir haben jetzt hier die Zeitfolge einer Befragung, die wir 2018 zum ersten Mal gemacht haben im Rahmen des DBU-Umweltmonitors, nämlich die Frage, ob bei der Digitalisierung in der Frage Folgen für die Umwelt eigentlich die Chancen oder die Risiken überwiegen. Und Sie sehen hier, dass wir von 2018 bis März 2020 eine leichte Zunahme haben derjenigen, die glauben, dass die Digitalisierung vor allem Chancen für die Umwelt mit sich bringt. Und wir sehen hier von März auf April im Erleben von Digitalisierung, im persönlichen Erleben vieler Menschen hat sie deutlich zugenommen, auf einmal einen riesigen Sprung derjenigen, die glauben, dass Digitalisierung auch positive Effekte auf die Umwelt generieren kann, von 37 auf 47%. Und wie gesagt, innerhalb von 3 bis 4 Wochen hat sich hier, sagen wir, eine Einschätzungsveränderung ergeben. Ich glaube, das macht deutlich, an was für einem Veränderungspunkt wir da auch in der Digitalisierungsdebatte stehen, wenn wir das nutzen. Die nächste Folie bitte. Auch hier nochmal, sagen wir, in der Zeitfolge unserer 3 Befragungen. Wir haben immer auch gefragt, welche positiven Entwicklungen für die Umwelt denn die Leute konkret sehen durch Einsatz von Digitalisierung. Wir sehen auch hier überall schwarze Säule, die Zahlen von 2018, grüne Säule, die vom März 2020 und blaue Säule, dann die 3 bis 4 Wochen spätere Befragung aus dem April. Wir sehen überall eine deutliche Zunahme der Einschätzung. Also inzwischen glauben 87%, dass die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien mit Digitalisierung Energie einsparen kann. Da haben wir so mal 12% Zuwachs derjenigen, die das glauben. Sie sehen dann auf der anderen Seite bei Informationsmöglichkeiten nimmt es leicht zu, bei der Einsparung von Materialien, beispielsweise Papier, aber auch Materialeffizienz, eine Zunahme von 55% 2018 auf 62% im April 2020. Das Signifikante an Veränderungen auch hier knüpft an einen Punkt an, den wir gerade schon hatten. Die Leute haben gemerkt, dass Videokonferenzen und ähnliche Technologien, Veränderungen im Arbeitsablauf, Homeoffice tatsächlich Verkehrsaufkommen verändern kann. Wir haben einerseits die Frage neue Mobilitätsformen, andererseits die Frage Verzicht auf Geschäftsreisen durch Videokonferenzen. Hier haben wir einen enormen Zuwachs von 48%, die hier ein Umweltpotenzial in 2018 gesehen haben, auf 75% im Moment. Also das heißt, da hat die Bundesregierung richtig analysiert. Das ist tatsächlich ein enormer Ansatzpunkt, wo im Moment gerade Aufmerksamkeit und aber auch Bereitschaft bei den Menschen da ist, hier Digitalisierung als ein Faktor
für eine nachhaltigere Entwicklung zu nutzen. Die letzte Folie bitte. Wir haben jedes Mal auch gefragt, wie wichtig ist es eigentlich den Leuten, dass sich Politik, Unternehmen und Gesellschaft künftig noch stärker mit den Folgen der Digitalisierung für die Umwelt beschäftigt. Wir sehen an dieser Stelle, dass die Leute das Thema wahrnehmen, dass es schon angekommen ist, aber nach wie vor die der Auffassung sind, es sei sehr wichtig oder wichtig, eine ganz, ganz große Mehrheit sind. Also das Thema bleibt uns eigentlich als ein Handlungsfeld, sowohl in der Politik als auch nochmal bei uns im Bereich Innovationsförderung, bei den Wirtschaftsakteuren und in der Wissenschaft erhalten. Wie gesagt, wir glauben, dass es enorme positive Konsequenzen hat, wenn wir uns auf eine nachhaltige Digitalisierung einlassen. Aber um das als Schlusssatz zu sagen, wir wollen natürlich nicht aus dem Blick verlieren, dass auch die Digitalisierung selber nachhaltigen Rahmen braucht, dass wir sehr genau aufpassen müssen, dass nicht auch der Ressourcenhunger der Digitalisierung selber uns genau diese Effekte durch die Hintertüre wieder wegnimmt. Insofern haben wir hier im Chancen- wie im Risikenbereich eine große Aufgabe. Ich glaube, die Umfrage, aber auch viele andere Wahrnehmungen der letzten Wochen zeigt, dass wir im Moment aber auch genau das richtige Zeitfenster haben, hier Gas zu geben und voranzugehen. Super, vielen Dank. Ich brauchte gerade noch eine Sekunde, um meine Stummschaltung wieder auszumachen. Das finde ich wirklich interessant und vielleicht können wir, was die Entwicklung angeht, nochmal einen Abgleich mit der Umfrage machen. Die Ergebnisse, so, wir haben jetzt hier durch die Digitalisierung und den digitalen Wandel dann überwiegend für die Umwelt eher Vorteile, Nachteile sowohl als auch. Wir haben hier also, ja, Vorteile, 56% werden überwiegen, sowohl als auch, ist natürlich die Frage, wie man das auslegen kann, also auch ein ziemlich deutlicher Hinweis, dass Digitalisierung eben als Instrument verstanden wird. Und ich erinnere mich noch gut, als wir nachhaltig digital mal aufgesetzt haben, vor 3 Jahren, 4 Jahren fast, da hieß es immer, wieso denn? Wieso gehören denn die Themen zusammen? Und jetzt wird es in sehr kurzer Zeit sehr viel deutlicher. Wollen Sie dazu auch nochmal Stellung nehmen, Herr Bonde, wenn Sie möchten? Also, es wundert jetzt nicht, dass da mal Leute, die genau zu diesem Thema sich die Zeit gönnen und sich im Webinar einschalten, da auch nochmal besonders affin sind. Aber natürlich bestätigt auch das, wie auch die Teilnehmerzahl heute, dass das Thema angekommen ist. Und in der Tat, als wir 2017, 2018 auch in der DBU diskutiert haben, wir wollen mehr in Sachen Digitalisierung machen, sind wir natürlich schon auch auf eine öffentliche Debatte gestoßen, wo auf allen großen Konferenzen sowohl Digitalisierung als Megatrend als auch die Nachhaltigkeitsfrage als Megatrend auf der Tagesordnung stand. Es waren nur immer getrennte Tops. Und inzwischen ist klar, wir reden aber im Kern über 2 Punkte, die man miteinander sprechen muss, und zwar in der Beschreibung der Risiken, wie auch vor allem in der Beschreibung der Chancen. Ja, vielen Dank. Frau Schwarzenlöhr-Sutter, welche Schlüsse können wir denn aus diesen Ergebnissen, die jetzt insgesamt vorgestellt wurden, für die Zukunft ziehen? Was tut sich bei Ihnen? Wir werden auf jeden Fall, oder wir sehen, dass die Digitalisierung jetzt wahrscheinlich noch schneller kommt als bisher angenommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch uns die Gestaltungsfrage stellen und sagen, wie nachhaltig können wir gestalten? Was braucht es für eine nachhaltige Digitalisierung? Wie sieht es aus mit der Infrastruktur? Wie können wir bei der Infrastruktur zum Beispiel den Energieverbrauch auch so in Anführungszeichen in Grenzen halten? Also wie effizient sind Rechenzentren? Wie effizient sind Endgeräte, die ja auch Energieverbraucher sind. Die Fragen müssen wir uns stellen und dann können wir natürlich auch die Sekundärmerkmale auch nochmal oder müssen auch die Sekundärmerkmale untersuchen. Welche Auswirkungen hat es im Bereich Mobilität? Welche Möglichkeiten gibt es, Mobilität effizient, klimafreundlicher, umweltgerechter zu machen?
Jetzt gucke ich mal, wir haben jetzt gerade ein Modalsbild durch Corona, den wir so sicherlich nicht beibehalten wollen, sondern wir wollen wieder den ÖPNV natürlich stärken und auch die Sharing-Modelle insgesamt sind natürlich interessant. Und deswegen braucht es da einen regulatorischen Rahmen und es braucht Anreize, damit wir diesen Weg der nachhaltigen Digitalisierung gehen können. Das ist jetzt auch ein Thema bei uns in der EU-Ratspräsidentschaft. Das tritt ja nicht nur bei uns, trifft es ja nicht nur bei uns in Deutschland, sondern durch Corona sind alle konfrontiert mit diesen Herausforderungen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeitfenster, da dieses Thema jetzt auch so prominent zu diskutieren und voranzubringen, um auch in Europa, damit wir wettbewerbsfähiger werden und entsprechend auch uns stärken oder gestärkt aus dieser Krise hervorkommen und auch wettbewerbsfähig bleiben. Aber es kann eben ein Treiber sein zu mehr Energieverbrauch und auch zu Rebound-Effekte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch das gestalten, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen diese Digitalisierung auch voranbringen. Mhm. Vielen Dank. Frau Jona, was können denn Unternehmen konkret tun, um mit digitalen Innovationen ihr nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu stärken? Ja, also zunächst einmal, glaube ich, ist so die größte Hürde, die zum Beispiel einer digitalen Zusammenarbeit im Weg gestanden hat, jetzt einfach durch dieses etwas unfreiwillige Experiment hoffentlich an vielen Stellen aus dem Weg geräumt worden. Ich glaube, das Erste, was dem Ganzen im Weg gestanden hat, war eben dieses mangelnde Vertrauen, also dieses Gefühl, wird denn wirklich gearbeitet, wenn die Leute nach Hause gehen und wie kann ich dieses Team weiterführen? Also ich glaube, da sind einfach jetzt viele Dinge geschehen, die dem Ganzen erstmal sehr positiv einen Weg bahnen können. Also ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen sind an vielen Stellen geschaffen worden. Und ich kriege auch immer mehr mit, dass sich wirklich sehr, sehr, sehr viele Unternehmen im Umfeld eben genau damit befassen jetzt, wie können wir das weitermachen? So, das kommt irgendwie gut an und die Mitarbeitenden sind sehr zufrieden damit und das bietet auf einmal neue Chancen. Und ich glaube, dass da ganz viel auch drinsteckt, jetzt zum Beispiel eben Flächen zu verkleinern, also diese ganzen Büroflächen und Parkplatzflächen und so Dinge, die man gebraucht hat, wenn immer alle gleichzeitig irgendwie an einem Ort zusammenkommen müssen, sind nicht mehr notwendig im Prinzip. Also ich kann dann schon deutlich reduzieren und sagen, ach, was brauchen wir denn eigentlich noch? Wir brauchen vielleicht einen Coworking-Bereich, wo man sich hinsetzen kann, wenn man möchte, aber eben nicht muss. Wir brauchen eventuell noch eine Meetingfläche, eventuell eine Empfangsfläche, aber mehr brauchen wir im Prinzip nicht. Dann brauchen wir auch nicht mehr die großen Parkplätze, dann haben wir viel weniger Leute gleichzeitig eben zur gleichen Pendelzeit auf der Straße. Da, glaube ich, gibt es ganz, ganz, ganz viele Chancen eben auch für die Nachhaltigkeit, die man jetzt daran anknüpfen kann. Und das Gute ist ja, dass viele Unternehmen jetzt gar nicht unbedingt mit dem Blick auf Nachhaltigkeit getrieben da agieren müssen, sondern dass für viele eben jetzt das einfach nur willkommen ist, dass man sagt, ich kann da Mietkosten sparen, ja, ich kann meine Fixkosten reduzieren. Vielleicht gerade jetzt in der Krise auch einfach notwendig. Das heißt, ich glaube, da gibt es jetzt einen Motor und eine Dynamik, die vielleicht von einer anderen Stelle aus kommt, aber eben Wahnsinnschancen auch für Nachhaltigkeit bietet. Davon abgesehen, also wir sind ja ein Unternehmen, das passt jetzt natürlich auch nicht auf alle Geschäftsmodelle, aber wir sind ein Unternehmen, was eben, wir bieten unser Produkt direkt eben unseren Endkunden an. Und das bietet natürlich auch wahnsinnig viele Chancen, weil ich eben keine Menschen oder keine Händler eben dazwischen, aber ich will jetzt gar nicht irgendwie gegen den Fachhandel sprechen, aber einfach nur mal das aus unserer Sicht beleuchten, wie viele Chancen das bietet. Ich kann einfach ein Produkt zu einem fairen Preis weitergeben und gleichzeitig wahnsinnig viel in dieses Produkt investieren, weil ich eben keine Marge in der Mitte noch einpreisen muss. Das heißt für uns, wir können mehr in eine faire Herstellung investieren, wir können mehr in nachhaltige und oft eben teurere Materialien investieren. Wir können sehr viel mehr eben an Ressourcen auch im Unternehmen freimachen für Corporate Social Responsibility Themen, für eine Weiterentwicklung eben von nachhaltigeren Materialien etc. Also das ist auch, glaube ich, etwas, was einfach viele Ressourcen freimachen kann, wenn man sich eben digital direkt an die Endkundschaft richtet. Und ich glaube auch, dass diese Kundschaft das durchaus voraussetzt mittlerweile, also dass viele, viele Menschen das möchten und das verlangen von einem Unternehmen, dass das Unternehmen eben Gesicht zeigt, dass es Haltung zeigt, dass es Verantwortung übernimmt und
das wird mehr und mehr passieren und auch von da kommt nochmal dann ein Motor und eine Dynamik eben rein in diese, auch in diese Retail-Landschaft eben, die wir aufbauen. Da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, glaube ich, ne? Also auch dieser Mobilisierung von einer Community. Also wir haben eine relativ große Community aufgebaut, sind, das ist auch wirklich eine unserer Kernkompetenzen, würde ich sagen, eben diese Beziehungen langfristig aufzubauen. Und diese Menschen kann man ja auch, mit denen gemeinsam kann man ja auch Dinge bewegen. Also wir können ja dann sagen, wir haben hier Menschen, mit denen wir einfach regelmäßig in Kontakt sind. Wie können wir denn jetzt unsere geballte Power nutzen, also jetzt mit der Kundschaft, mit anderen Unternehmen, die gleich denken, um wirklich nachhaltige Ziele anzuschieben? So, das ist eigentlich das, wo wir hin möchten. Und ich glaube, dass es da eben auf eine ganz neue Form von einer viel direkteren Vernetzung über die Digitalität, also auch über die Digitalisierung, auch über Grenzen, über Ländergrenzen hinaus, international, eine ganz andere Möglichkeit gibt, Menschen zusammenzubringen und zu mobilisieren und dann eben solche Ziele auch anzuschieben. Mhm. Vielen Dank. Da ist ja schon sehr viel drin gewesen. Herr Bonde, haben Sie noch einen Hinweis, so grundsätzlich so Unternehmertum, innovatives Unternehmertum, welche Rolle sehen Sie da zur Lösung der Krisen? Oh. Jetzt bin ich in die Falle getappt. Die Pandemiesituation hat, glaube ich, gezeigt, dass nur eine innovative Wirtschaft der Schlüssel sein kann, dass wir die Klimakrise und andere Umweltfragen wirklich in den Griff bekommen können. Denn wenn man sich mal anschaut, ne, sagen wir, es ist klar, das große Ziel muss sein, Pariser Abkommen einhalten. Das heißt, wir müssen eigentlich spätestens 2050, lieber deutlich früher, eine CO2-neutrale Wirtschafts- und Lebensform gefunden haben. Und in der Frage, kriegen wir das hin, wenn wir alles runterfahren, haben wir jetzt auch ein Realexperiment erlebt. Also auf dem Höhepunkt der Krise, auf dem Höhepunkt der weltweiten Einschränkungen sind die CO2-Emissionen um 17% gesunken im Vergleich zum Vorjahr. In Deutschland waren es 26%. Davon hat vor allem der CO2-Ausstoß des Automobilverkehrs eine große Rolle gespielt, der mal in der ruhigsten Woche des Aprils irgendwie um 52% runter ist zum letzten Jahr. Da sind wir schon lange wieder hoch. Und wenn wir jetzt mal sehen, also durch so einen Shutdown, den eigentlich niemand in der Dimension will, haben wir 26% CO2 eingespart in Deutschland. Das reicht vielleicht, um 2020 das Zwischenziel zu erreichen. Aber man sieht natürlich genau, damit erreichen wir die 100% nicht. Und das heißt, wir müssen ran an die zentralen Prozesse. Wir müssen ran, sagen wir, individuell, aber eben vor allem auch systemisch. Kreislaufwirtschaft, Umgang mit Ressourcen, die Frage Energiewende weiter voranbringen, das sind alles Themen, wo innovative Unternehmerinnen und Unternehmer, wo neue Technologie im Zentrum der Anstrengungen steht. Und insofern bin ich froh, dass das im Konjunkturpaket adressiert ist. Aber da werden wir schon nochmal richtig zulegen müssen und da brauchen wir vor allem die vielen innovativen Kleinen, die da auch als Newcomerin, Newcomer mit neuen Ideen und mit Innovationen Druck machen, dass wir die Entwicklung wirklich auch in die Wirtschaft kriegen. Also insofern, ich würde sagen, es kommt mehr denn je darauf an, die Pionierinnen und Pioniere jetzt wirklich in die Menge zu kriegen und hier die Märkte zu drehen. Ja, verstanden. Frau Schwarze-Lösuter, das schreit ja gerade nach einer Frage zu Rahmenbedingungen aus der Politik. Also, können Sie dazu noch was sagen? Jetzt, es gibt die EU-Ratspräsidentschaft, die bevorsteht. Wir haben ja auch aus Ihrem Hause Produktpässe vorgeschlagen bekommen und so weiter. Was haben wir da noch zu erwarten? Oh, Mikro. Irgendwie bin ich heute da. Ich sehe das Mikrozeichen nicht, deswegen bin ich da immer so hängig. Noch ein Satz zu Herrn Bonde. Ja, es sind die Innovationen und es ist aber auch gerade jetzt zu beachten, Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur ökologische Innovationen, sondern auch im sozialen Bereich. Es geht schon auch darum, Teilhabe auch zu ermöglichen, geht über wem gehören die Daten, wer hat Zugänge und es geht einfach auch darum, tatsächlich hier in Europa Beschäftigung zu sichern. Und das gibt mir den Bogen zur EU-Ratspräsidentschaft, wo wir dieses Thema auf die Agenda gesetzt haben.
Ja, es kann dafür sorgen, und das streben wir auch an, dass es einen nachhaltigen Konsum gibt und geben kann. Das heißt, der Produktpass würde so den nachhaltigen Konsum ermöglichen, schafft Transparenz, schafft auch die Möglichkeit zu sehen, wie recycelfähig ist ein Gerät, welche Materialien sind drin, bis hin, woher kommen sie. Das würde die Kaufentscheidung durchaus erheblich transparenter machen und erleichtern. Aber wir sind natürlich auch dabei beim Thema Kreislaufwirtschaftsaktionsplan ist ein Punkt, also auch Recycling. Wir haben die Ökodesign-Richtlinie, wo wir anknüpfen können, was bedeutet das für die Lebensdauer und die Reparierbarkeit. Ich glaube, da ist auch noch ein großes Potenzial. Und wie können wir einfach auch nochmal Innovationen, Umwelttechnologien, Digitalisierung dazu nutzen, um unsere Ziele fürs Pariser Klimaabkommen auch zu erreichen. Wir haben jetzt eine Einsparung, aber das ist nicht strukturell, und da kann die Digitalisierung auch nochmal einen mächtigen Schub geben, damit wir die Treibhausgasziele 2030, das Pariser Klimaabkommen, auch erreichen. Und das Gute ist, dass der Green Deal schon vor Corona ja angesetzt hat, dass wir jetzt geht es nochmal um den Recovery Plan, und dass die EU-Kommission wie auch der Rat erkannt hat, wie wichtig dabei Klimaschutz und Umwelt ist. Ich glaube, so eine Ausgangsposition, die ist einmalig, und das sollten wir auch nutzen, und wir arbeiten daran. Wir sind ja da ein ehrlicher Makler. Wir brauchen alle 27 im Boot. Wir wollen natürlich auch gute Ergebnisse erzielen. Das heißt, wir arbeiten vor und gucken jetzt, dass wir wirklich auch Ratschlussfolgerungen auf den Weg bringen bei den einzelnen Themenbereiche, und dass wir ein gutes Ergebnis im Bereich Klimaschutz auch voranbringen. Wir haben das Klimaschutzgesetz. Auch wenn die COP26 verschoben ist, heißt es nicht, dass wir unsere Hausaufgaben nicht verschieben können, sondern wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie wir die sogenannten NDCs, die National Determined Contributions, also die Anhebung auch der Beiträge für den Klimaschutz, entsprechend so ambitioniert halten oder anheben, dass wir die Klimaziele erreichen. Also ich glaube, das wird spannend und hat einfach nochmal einen Schub gebracht. Für Klimaschutz und Energiefragen haben wir schon viele Strategien und Lösungsmöglichkeiten. Für Corona fehlen uns noch die Impfstoffe. Jetzt geht es darum, aus beidem zu lernen und auch wirklich gestärkt. Das brauchen wir auch in unserer Gesellschaft. Wir brauchen diesen Zusammenhalt, damit auch Populisten nicht stärker werden. Und wenn man dann nochmal gerade guckt, wir sehen weltweit, überall dort, wo eher nationale Antworten gegeben werden auf globale Fragen, da funktioniert es überhaupt nicht, auch nicht bei Corona. Dort, wo Multilateralismus im Mittelpunkt steht, wo es darum geht, globale Fragen auch zu beantworten oder zumindest auch europäisch zu beantworten, da gelingt es sehr gut. Und ich glaube, das ist eine gute Ausgangsposition. Mit der Basis kann man in unserer Ratspräsidentschaft wirklich was hinkriegen. Sehr spannend, da freue ich mich natürlich drauf. Sie hatten einen ganz wichtigen Aspekt oder einen für mich jetzt stichpunktgebenden Aspekt genannt, und ich würde gern jetzt mit einer Folie einmal ganz kurz zeigen, was wir von eher konzeptionell technischer Seite dem Mittelstand mitgeben. Und wir haben da Bausteine entwickelt aus verschiedenen Verdichtungen, aus verschiedenen geförderten Projekten, der DBU geförderten Projekten. Und die haben wir immer weiter verdichtet und haben festgestellt, wir haben jetzt 10 unterschiedliche Bausteine. Das sind im Prinzip Themen, die ein Mittelständler adressieren kann. Und die werden auf unserer Internetseite ab dem 1. Juli jeweils für einen Monat gezeigt. Also im ersten Monat der erste Baustein, im zweiten dann zusätzlich der zweite Baustein und so weiter, sodass sie sich immer weiter aufbauen. Es gibt darin Praxisbeispiele. Es gibt auch
zur Vermeidung von Rebound-Effekten auch die Rubrik mitgedacht, also was da noch schwierig sein könnte. Und wir hoffen natürlich auf ideale Rahmenbedingungen für diese digitalen Innovationen für den Mittelständler, dass da die Anreizsysteme gut funktionieren. Und das findet man auf nachhaltig.digital/Bausteine, eigentlich ab dem 1. Juli, aber ich glaube, wir ziehen die Veröffentlichung ein bisschen vor, wenn jetzt so viele Besucher da sind. Und ich kann das nochmal konkret eine Folie weiter darstellen. Wir fangen an mit dem Thema 3D-Druck, stellen ihn natürlich technisch dar, aber es geht primär um Ressourceneffizienz und Verkürzung der Entwicklungsketten und auch Baureihenverkürzung, dass man eben weniger Einzelprodukte herstellen kann und die gezielt anwendet dann und verkauft. Im August haben wir dann den digitalen Zwilling, im September Smart Grid, das sehen Sie da, und wir planen nach der digitalen Kreislaufwirtschaft im November dann eine Jahreskonferenz, wo wir sowohl nochmal auf IT, Green IT eingehen, als auch die dann kommenden 5 Bausteine vorstellen werden. Also die sind dann noch nicht vollständig ausgearbeitet, aber die werden dann ab da genannt und dann kommt eben im Dezember der nächste. Also konkrete technische, möglichst aus verschiedenen Perspektiven betrachtete Hinweise, wie man eben die Digitalisierung für eine lebenswerte Zukunft nutzen kann. Und weil wir jetzt schon doch zu fortgeschrittener Zeit sozusagen sind, wir haben ja eigentlich nur noch nach meiner Uhr 3,5 Minuten, würde ich mich freuen, wenn Sie alle noch mal ein kurzes Statement geben. Ich würde natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, das mache ich in der Verabschiedung, also wenn Sie noch einmal kurz sagen wollen, wie, was Sie zu den Bausteinen sagen möchten und wie wir das Gesagte jetzt zusammenfassen möchten. Falls Sie da noch ein Statement haben, würde ich mich jetzt sozusagen kurz darüber freuen. Halbe Minute, viel mehr haben wir eigentlich gar nicht, weil erfahrungsgemäß die digitalen Formate doch immer sehr pünktlich enden müssen. Wer möchte beginnen? Gibt es eine Handmeldung oder soll ich bei mir? Alphabetisch wäre Herr Bonde sozusagen der Erste, der was sagen könnte. Also, ich habe es ja gerade schon ausgedrückt. Wir als DBU glauben, dass wir ein enormes Potenzial haben, durch Digitalisierung in ganz zentralen Wirtschaftsbereichen nicht nur voranzukommen, sondern vor allem auch wirtschaftliches Vorankommen mit Vorankommen in Sachen Klimaschutz, Biodiversität, Nachhaltigkeit zu unterlegen. Wir freuen uns immer über neue spannende Projekte und insofern will ich einfach meine letzten Sekunden nutzen, um zu werben. Wenn Sie eine spannende Idee haben, dann gucken Sie einfach bei uns auf der Homepage unsere Förderbereiche oder nehmen einfach mit, sagen wir, eigentlich im Kern ist jeder der und jede, die eine innovative Idee hat zum Schutz der Wirtschaft aus einem KMU aus, erstmal gut beraten zu gucken, passt es nicht mit einer Partnerschaft für die DBU. Wir haben eine reguläre Förderung, wir haben aber auch ein gezieltes Förderprogramm für grüne Startups. Also insofern, nicht jeder vermutet hinter dem Titel Deutsche Bundesstiftung Umwelt einen Innovationsförderer, der sich insbesondere auf den Bereich Mittelstand orientiert. Das sind wir aber und da freuen wir uns über spannende Ideen für Partnerschaften. Super, vielen Dank. Frau Schwarz-Hilio-Suter? Wir im BMU haben mit Digitalisierung uns früh beschäftigt und sind froh, dass wir eine Digitalagenda erstellt haben. Die gibt uns jetzt das Rüstzeug, um auch in der EU-Ratspräsidentschaft die Digitalisierung nachhaltig zu gestalten. Das heißt einfach auch Gesellschaft, Mittelstand, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, auch große Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitzunehmen auf diesem Weg in die digitale Welt, so dass sie uns auch tatsächlich hilft, unsere Herausforderungen, unsere Probleme beim Umwelt- und beim Klimaschutz zu bewältigen. Vielen Dank, Frau Jona. Ja, also ich glaube, was mir immer wieder auffällt, selbst wenn wir jetzt als Unternehmen im Bereich Zusammenarbeit schon neue Wege gegangen sind, so dann ist es damit auch nie getan. Also es gibt immer wahnsinnig viel, was man eben noch angehen kann. Also wie uns jetzt auch die Krise gezeigt hat, ne, dass es eben, dass man viele Dinge immer wieder hinterfragen kann und einfach nur durch Ausprobieren dann auch die richtigen Antworten bekommt. Aber dass es eben auch noch wahnsinnig viele Felder gibt, jetzt wie Sie eben aufgezeigt, Green IT zum Beispiel wird ein Feld sein, was uns sehr beschäftigen wird, gerade eben als Remote-Unternehmen ein furchtbar wichtiges Thema.
Aber eben auch, dass man Teile der Produktion, der Logistik und so weiter, dass man diese Bereiche eben auch mitdenkt und überdenkt und nicht außen vor lässt. Und ich finde das sehr, sehr spannend eben, was sich da noch alles für Möglichkeiten auftun werden. Super, vielen Dank. Wir haben jetzt genau 14 Uhr. Ich würde gern, während eine Abschlussfolie eingeblendet wird, mich noch einmal bei allen Zuhörern bedanken, was vielleicht jetzt nicht explizit zu spüren war. Wir haben hier im Hintergrund über eine interne Chatfunktion viele der Fragen hin und her gespielt. Und ich schätze mal, dass einige der Fragensteller auch gemerkt haben werden, dass sie beantwortet wurden. An einer Stelle weiß es nicht mal die Referentin, dass sie genau auf eine gestellte Frage geantwortet hat. Das fand ich eigentlich sehr passend. Und und ich würde mich nochmal gern jetzt bedanken für die Teilnahme. Lassen Sie uns eben Nachhaltigkeit und Digitalisierung weiter zusammenbringen. Ich glaube wirklich, das ist unsere Zukunft. Die beiden Themen müssen wir zusammenkriegen, sonst wird es irgendwie schwierig. Und ja, Sie sehen eingeblendet die Kontaktinformationen. Falls Sie zum Beispiel zu den Bausteinen konkrete Fragen haben, schreiben Sie uns einfach an info@nachhaltig-digital. Und sonst würde ich noch einen weiteren angenehmen Digitaltag wünschen. Und winken, ich werde ja gesehen. Vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.